Und ich habe das auch mal eine Zeit lang geglaubt, dass das Gehirn zum Denken da ist, vor allen Dingen auch zum Lernen. Und es gab vor 20 Jahren Vorstellungen, dass jedes Mal dann, wenn man was denkt oder vor allen Dingen dann, wenn man was lernt, im Gehirn sogenannte Gedächtnismoleküle gebildet werden. Die haben wir dann auch gesucht, diese Gedächtnismoleküle mit großem Einsatz, also sowohl finanziellem als auch hirnschmalzmäßigem. Und was man da am besten nimmt, um solche Lernversuche zu machen, sind Versuchstiere. Und das Versuchstier, was wir uns ausgesucht haben, ist die amerikanische Küchenschabe. Die eignen sich viel besser als die deutschen Küchenschaben für solche Experimente, weil die viel größer sind, so wie alles, was aus Amerika kommt. Und solche Küchenschaben kann man dann also in so ein Gestell einhängen und dann hängen der Küchenschabe nach einer Zeit die Beine runter, weil die müde wird. Und wenn man dann eine Petrischale mit einer Salzlösung unten drunter tut und dann die Küchenschabe und die Salzlösung mit einer Taschenlampenbatterie verbindet, dann kriegt die Küchenschabe immer dann, wenn die Beine in die Salzlösung hängen, einen, wie wir das nennen, Stimulus. Und dann zieht sie die Beine hoch. Und das macht man so 10-mal und dann hat sie sich das auch gemerkt, dann lässt sie die Beine gleich oben, man kann sie auch aus dem Gestell rausnehmen, ein bisschen rumlaufen lassen. Und wenn man sie dann wieder reinhängt, bleiben die Beine gleich oben. Also haben wir gesagt, jetzt hat sie sich's gemerkt. Jetzt ist sie sozusagen, jetzt sind die Gedächtnismoleküle gebildet worden. Und dann kann man den Kopf abschneiden von so einer Küchenschabe und kann das kleine Gehirn, das heißt bei denen Oberschlundganglion, herauspräparieren und kann es dann 3 Jahre lang, wie wir das gemacht haben, nach allen Regeln der Kunst mit den modernsten wissenschaftlichen Techniken aufarbeiten und nach diesen Molekülen suchen, die sich in dem Hirn der schlaueren Küchenschabe gebildet haben sollen. Wir haben, Sie ahnen es schon, nichts gefunden und wir konnten auch gar nichts finden, denn da gab es dann plötzlich ein Ereignis, was uns gewissermaßen die Augen geöffnet hat. Manchmal ist man ja ein bisschen blind unterwegs mit so festen Vorstellungen. Ähnlich wie das hier auf dieser ersten Folie der Fall ist, wo man etwas gemacht hat, was ich einen sehr gemeinen Versuch finde. Man hat geprüft, was eigentlich im Hirn eines Menschen los ist, wenn der so genau weiß, was er zu suchen hat. Wie wir mit unseren Küchenschaben-Eiweißen im Hirn oder aber wie wir das auch gegenwärtig in unseren krisengeschüttelten Zeiten als verantwortliche Führungskräfte immer wieder sollen. Also immer dann die richtige Strategie und möglichst gezielt und effizient ans Ziel kommen. Und wenn man solche Dinge prüfen will, dann kann man einfach Männer nehmen und kann die in so eine Computertomographen legen und kann prüfen, was im Hirn aktiv ist, wenn der Mann wieder mal mit einer festen Vorstellung zielorientiert unterwegs ist. Und da gibt man den Männern am besten eine Aufgabe, wo sie sich auch wirklich gerne freiwillig die Scheuklappen aufsetzen. Das ist Autorennen fahren. Und dann kriegen die so eine Videobrille auf und Joystick in die Hand und dann fahren sie sozusagen ihr Auto, ihr Rennauto über den Nürburgring. Und wie sie da so dabei sind, scannt man das Hirn und schaut sich an, welche Bereiche sind denn eigentlich im Hirn eines Menschen besonders aktiv, wenn der gerade sich als Führungskraft besonders anstrengt, mit einer festen Vorstellung seine vorher gefassten Ziele umzusetzen versucht. Und Sie sehen in Abbildung A und B, dass es nicht allzu viel ist, was da im Hirn aktiv wird. Und so ist es uns damals auch gegangen. Feste Vorstellung im Hirn dieser Küchenschaben muss doch jetzt das Eiweiß zu finden sein, was da gebildet wird, weil sie hatte es ja schließlich gelernt. Und dann kommt so ein Student, den wir als Hilfsassistenten eingestellt hatten und der immer dafür zuständig war, die Küchenschaben aus dem Keller zu holen und sie anschließend nach dem Experiment wieder zu entsorgen, wie man das dann so nennt. Und der hatte nicht so ein Scheuklappenhirn mit festen Vorstellungen. Dem war das alles ziemlich egal mit den Gedächtnismolekülen, aber der hatte offene Augen und einen offenen Blick. Und er hat was gesehen, was wir natürlich alle nicht sehen konnten, weil wir waren immer mit dem Kopf schon weg, als der diese entköpften oder diese dekapitierten Küchenschaben dann weggeräumt hat. Er hat gemerkt, die leben noch eine halbe Stunde fast ohne Kopf, die Küchenschaben. Und dann hat er was gemacht, was man also mit einer klaren Vorstellung, dass man im Hirn die Gedächtnismoleküle suchen soll, was man da gar nicht denken kann. Der hat die Küchenschaben aus dem Keller heimlich geholt, hat ihnen erst den Kopf abgeschnitten, hat sie dann in das Gestell gehängt, hat diesen Lernversuch gemacht und dann hat er uns gerufen. Wir haben das trotzdem gelernt. So, und da habe ich meine erste große Hirnforscher
Erkenntnis sozusagen gewonnen zum Auswendiglernen von irgendwelchen Blödsinn. Und das gilt dann sicherlich auch für das Denken von irgendwelchen Blödsinn, braucht man gar kein Gehirn. Jedenfalls nicht unbedingt. Und wenn man wissen will, wozu man ein Hirn braucht und wozu man eigentlich denken sollte, dann muss man sich diese Küchenscheibe dann nochmal angucken, sind ja alles männliche Exemplare gewesen, nach der Dekapitation. Ja, wenn man einem männlichen Insekt den Kopf abschneidet, das können Sie zu Hause dann alle mal ausprobieren, dann wird, wie das biologisch heißt, das Begattungsorgan herausgefahren. Und dann kriegen Sie eine Ahnung davon, wozu man ein Hirn gebrauchen könnte. Ja, es ist ein Problemlösungsorgan. Es ist